Na, grüßt euch Leute. Lang nicht gesehen. So, abgestellt die Bude. Zack, zack. Habe euch heute mal was Schönes mitgebracht. Mal neues Spielzeug hier. DJI Avatar. Die testen wir heute mal im Zusammenhang mit dem Moped. Das lassen wir schön fahren. Fliegen mal so ein bisschen drumrum. Ersten Flugstunden heute wieder. Und da gucken wir mal, ob wir es genauso hinbekommen wie die ganzen Leute auf Instagram. Also, Drohne haben wir hier. Hinten machen wir noch einen Akku rein. Dann gedrückt halten zum Anmachen. Die stellen wir halt jetzt erstmal schön her. Nehmen wir auch das andere Zeug, wie die Brille. Akku an. Klack, klack. So. Dann natürlich aufsetzen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das geht ohne Handy-App, aber ich glaube, es müsste auch ohne gehen. Jetzt einmal drücken zum Anmachen. Ich filme auch jetzt. So, gedrückt halten zum Abheben. So, jetzt kann derjenige auch schon mal aufs Moped gehen. Sehr schön. Genau, hier sieht man so einen schönen Punkt in der Mitte. Das sieht man wahrscheinlich auf den Aufnahmen nicht. Da kann man quasi jetzt so schön lenken, nach oben, nach unten, links, rechts. Und da jemand drauf drückt, gibt man da halt schön Gas. Genau, jetzt fährt der Mobilfahrer los, schön mit 20 km/h, haben wir gesagt, dass wir erstmal langsam uns reinfinden. Sieht bestimmt auch sehr schön aus, wie ich so dastehe. Kannst. So, jetzt Konzentration hier. Zack, zack. Probieren wir mal ein bisschen. Was? Du filmst jetzt nur mich. Schade, dass jetzt schon die Sonne noch gegangen ist. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr coole Aufnahmen. Einzigster Nachteil ist halt, man kann nicht seitlich fliegen. Was halt echt schade ist. Das kriegt man halt dann erst mit der manuellen Steuerung. Also mit dem Joystick geht das nicht. Da kann man halt nur vorwärts fliegen. Ist aber auch, finde ich, richtig gemacht von DJI, weil einfach die Bedienung fürs Manuelle viel zu schwierig ist. Aber trotzdem kann man ja sehr schön Aufnahmen zaubern, wie man hier schon sieht. Obwohl ich jetzt wirklich keine große Erfahrung habe mit manuellem Fliegen. Nur mit meinen anderen DJI. Das hat schon was. Ich fliege halt genau hinter Erik. Oh, einmal frei. Kennzeichen ist auch voll drauf. Eigentlich wollte ich es abkleben, aber naja. Das juckt eh keinen. Da kann man ja so einen schönen Schwenker machen und dann hier so runter. Oh, das hat auch was. Nice, nice, nice. Ah, ich komme nicht ganz näher. Muss ich doch mal ein bisschen den Sportmodus reinmachen, um vorbeizuziehen. Also Reichweite, muss ich sagen, ist das größte Manko, weil man einfach nicht so weit fliegen kann. Da ist die Verbindung halt schnell weg. Aber sie landet halt dafür gerade unten, deswegen auch immer Sichtfliegen, ganz, ganz wichtig, gut. Verstehe ich auch nicht so ganz in Sichtfliegen, das heißt, ich sehe ja sowieso nichts. So, jetzt machen wir einen kurzen Cut, warten bis er wiederkommt. Ah, hat schon was. Also es ist schon auf jeden Fall geil, wenn man es manuell auch fliegen kann. Da kann man halt schön auch vorne ums Moped drumherum, was ich gerade halt nicht kann durch den Joystick. Leider sind auch die Joystick alle. Die Joysticks sind alle ausverkauft, weil die halt noch ziemlich neu ist und die Nachfrage wahrscheinlich zu hoch war. Aber ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, sehr schön. Deswegen ich mal noch ein bisschen Parcours. Kann halt echt überall sich langsneaken, das ist halt wirklich ziemlich geil.
Alter, das ist eng. Aber man kann halt echt geil Aufnahmen machen. Ah, das ist geil. Aber man hat halt ganz schön viel Kontrolle, wenn man sagt, das ist noch ziemlich neu. Oh, den Wind merkt man vom. Und zum Landen auch ganz entspannt einfach rote Knopf gedrückt halten. Man landet es schon automatisch. Ich hoffe, das Video hat euch heute mal gefallen. Das ist mal was ganz anderes. Und zwar habe ich euch heute mal gezeigt, wie ich aus der Sicht immer filme, wie ich mich auch darauf vorbereite, auf die neuen, wenn wieder ein Spotday ansteht beim Simson oder irgendein neues Video bevorsteht, wie ich mich darauf vorbereite, auch mal andere Perspektiven filmen kann mit anderen Geräten. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und was ihr euch vielleicht auch in Zukunft wünscht, ob öfter sowas kommen soll oder was anderes. Würde mich auf jeden Fall freuen und bis dahin, halt die Ohren steif. Ciao.